Ja, das nenne ich ja mal eine Erscheinung. Wir sind auf dem Caravansalon 2020 und die Firma Cruiser, ja, die besticht schon auf dem Parkplatz 1 mit einem solchen Fahrzeug auf Actros-Basis. Ja, hier ist Olivier, ich grüße dich herzlich. Grüß dich. Ja, ihr seid aus Belgien? Wir sind aus Belgien, ja. Neu seit 2 Jahren auf dem Markt, aber ja, mit 10 Jahren Experience im Wohnmobilbereich. Okay. Ja, es ist ein großes Fahrzeug, es hat Slideouts mit drin. Wer kam denn auf die Idee, ein so großes Fahrzeug zu bauen bei euch? Ja, das war ich, weil ich leite die ganze Entwicklung. Aber wir versuchen, die meiste Geräume zu gebrauchen und zu maximalisieren. So ist es ja. Ihr habt das neueste Fahrgestell. Das heißt, wir haben alle Fahrerassistenzsysteme, Spurhalteassistent, ja. Notbremsassistent. Das ist wirklich zu fahren fast wie ein PKW, richtig? Ja, ganz richtig. Das fährt sehr, sehr leise hier auch. Das ist ein Dreiachser, die Hintenachse ist gelenkt. So, das ist ein sehr, sehr einfach zu fahren Wohnmobil eigentlich für die Große. Ja, was interessant ist, ist der Spritverbrauch bei dem Actros. Der ist so gering, dass man es gar nicht glauben kann. Ja? Das heißt, man fährt das Auto um die 20 Liter. Ja, der neue Actros ist sehr, sehr, sehr... sehr gut, sehr sparsam im Verbrauch. Mit diesem maximal, wenn man lange Strecken macht, ja, sitzt man bei 223 Liter. Genau, ihr habt eine 360-Grad-Kamera eingebaut? Ja, das ist Bird-View-Kamera. Können Sie ganzes Fahrzeug sehen, vorne, hinten, links, rechts. Und wir haben eben auch eine Kamera, wo wir das Abfallwasser auslassen, dass man sich perfekt parken kann. Die Entsorgung, die kann man sehen. Ja. Das heißt, ihr habt dann wahrscheinlich einen Motorschieber drin, richtig? Ja. Unten drunter. Das heißt, ich brauche nur noch drunter fahren. Richtig, runterfahren und dann können Sie das System bedienen von dem Fahrerhaus und dann können Sie alles entsorgen. Aber bitte nicht auf der Autobahn, nein, richtig? Nein, richtig. Nicht auf der Autobahn. Das war Spaß. So, hier vorne, der hat noch die normalen Spiegel mit dran. Das heißt, ihr habt das Fahrzeug jetzt 1 Jahr im Einsatz, richtig? Ja, richtig. Es funktioniert? Es funktioniert sehr gut, ja. Wir testen es gut, wir gebrauchen es auch. Nicht nur zum Messen, aber manchmal für Kunden, die es probieren wollten, können das bei uns ein Wochenende testen. Und so wisst man, wie bequem und einfach es zu gebrauchen ist. Ja, man braucht den C-Führerschein, das ist schon mal wichtig, C oder CE? C, ja, C, weil es hat ein Leergewicht von 20 Tonnen. Zuladung, wie viel? 6 Tonnen. 6 Tonnen. 26 Tonnen Chassis, weil der ganze Aufbau ist auch in Aluminiumrahmen und mit Aluminiumplatte von 4 mm. Ja, so ein Slideout zu bauen, das ist ja gar nicht so einfach. Ihr baut den selber? Wir bauen den Slideout selber. Die Technik kommt aus den USA, ist hydraulisch. Und das ist auch mit Doppelgummis ganz sehr gut abgedichtet für kalte und Wind und Nasse. Ja, jetzt sagt man ja, die amerikanischen Slideouts, die wären nicht so gut wie die deutschen, die aufblasen und so weiter. Bist du zufrieden mit dem Slideout? Ich bin ziemlich zufrieden mit dem amerikanischen System, weil dieses ist nicht das elektrische, aber hydraulische System. Verstehe. So, man sieht das hier, ihr habt richtige Fenster eingebaut. Das heißt, also hier kommt man nicht so leicht rein, oder? Nein, das sind doppelt verglaste Fenster, auch in Deutschland gebaut von KCT. Sehr gute Qualität und auch integriert mit Fliegenschutz und Verdunkler. Ja, ihr habt auch Standardelemente gebaut, einen Fischer-Panda-Generator, der ist isoliert. Ist der zu hören drin, wenn er läuft? Hört man ein bisschen? Hört es sehr leise, weil das ist der Fischer-Panda 12.000, da hat 8 Kilowatt. 8 Kilowatt? Ja, Dauerleistung? Dauerleistung und das ist ein Dreizylinder, deswegen läuft er sehr leise. So, der ist auch nochmal extra eingepackt. So, und der nimmt sich das Diesel aus dem Extratank, oder? Nein, alles kommt auf den Haupttank des Fahrzeugs, weil alles auf Diesel läuft, gibt es kein Gas. Auch die Heizung ist eine hybride Heizung von Carbola. Die läuft über Diesel oder elektrisch. Carbola. Die kommt aus Holland. Aus Niederland. Sie sind sehr bekannt im Schiffsbereich. Okay, Profitechnik. Ja, das ist Profitechnik. Sag mal, wenn man hier sowas baut, ja, dann muss man sich ja viele Gedanken machen. Das hier ist ein Haus auf Rädern, korrekt? Das heißt, wir sprechen viel über Haustechnik, oder? Es sind viel hausliche Technik, aber man muss immer dabei wissen, dass alles bewegt und sollte flexibel, aber fest sein. Der Tank, was ist das für ein Tank?
Das ist der Schwarzwassertank von 250 Liter. Alle Tanke sind beheizt. Der Fäkaltank quasi. Der Fäkaltank, ja. Ist der Dieseltank auch beheizt? Der Dieseltank ist der eigene, weil das ist Standard von Mercedes. Ich denke, das ist möglich, eine Option zu haben, aber dieser... Nein, ich frage noch, weil nämlich jetzt der Generator und die Heizung geht ja auf Diesel, richtig? Ja. Und es könnte ja sein in Finnland, dass es sehr kalt wird und dann... Das ist immer möglich, aber ich denke, dass trotzdem in Finnland die Produkte im Diesel stecken, dass es nicht verfriert, nicht? Das stimmt. Nee, das war Spaß. Das ist sehr, sehr schön. Ihr kennt die Ansage schon auswendig, hier oben? Ja, die kenne ich ja auswendig. Ja. Wir sollen 1,50 Meter Abstand halten. Im Moment haben wir noch die Masken an. Wenn wir drin sind, können wir sie ausziehen. Wir sind jetzt im Raum. Moment, das sind die Abstandsregeln. Und ja, hier vorne sieht man wahrscheinlich die Hubstützenanlage. Hubstütze? Er hat 4 Hubstützen, jede von 12 Tonnen. So, Sie können das Fahrzeug auch aufheben zum Radwechseln mit den Hubstützen. Das ist doch zugelassen. Man darf das. Ja. Okay, weil nämlich einige dürfen das nicht. Aber hier vorne sieht man auch die Notbedienung, richtig? Das ist ja, das ist hier die Notbedienung von den Slideouts, wie es hydraulisch ist. Die Pumpe von den Hubstützen sitzt an der anderen Seite. Hier ist der Frischwasser- und der Grauwassertank. Ja, ihr habt hier Pumpen direkt dran. Das sind Pumpen oder sind das Schieber? Das sind die Schieber. Das ist praktisch Elektroschieber, oder? Elektroschieber, ja. Wie cool, Elektroschieber. Ja. Und Sie können auch die Tanke oben aufmachen, zum sauber machen, können Sie richtig rein mit Wasser oder Hochdruck. Hochdruck, ja. Ja, du sprichst sehr gut Deutsch. Das ist, ich sag mal, ihr kommt aus dem flämischen Teil von Belgien? Ja, wir kommen aus dem flämischen Teil. Ja. Ihr sprecht auch Französisch? Tu parles français? Bien sûr. Bon belge, nous parlons deux langues. Okay. Ou trois langues. Ou même trois. Même trois langues. La langue aussi, qui est une langue officielle, bien sûr. Il a clientèle. Il vient d'où? Qui est la... Les clients, ils viennent d'où? Ah, les clients, ils viennent de l'Allemagne. La clientèle allemande est très présente. C'est pour nous le plus grand marché de l'Europe. Vraiment? Oui. Okay. C'est un marché qui aime beaucoup les grands véhicules. C'est super. Tu peux ouvrir ça? Oh, ça, c'est vraiment grand. C'est un peu le débarras, mais... Ici. Mais c'est pas grave, toutes les choses sont ici. Qui tu besoin ici, sur la foire? Oui. Okay. Ici, on peut facilement mettre un grand quad, une motocyclette, vélo électrique. Le garage est aussi chauffé pour les gens qui veulent aller au sport d'hiver. On peut mettre les skis, les bottes. Okay. Il y a une prise d'eau, il y a une prise d'air, prise électrique. Et ce véhicule n'est pas fait pour une voiture, c'est ça? Mais tu as d'autres qui sont faits pour ça? Oui, nous construisons aussi avec garage voiture. Nous construisons tous les véhicules sur châssis camion et à partir de 10 mètres jusqu'à 12 mètres. Et tu as la voiture aussi sur le parking? Et comment sont les résultats? Les gens qui viennent là, ils parlent avec toi? Ils veulent voir des dents? Oui. On a beaucoup de gens qui viennent vraiment visiter, qui veulent absolument voir l'intérieur. C'est un véhicule qui appelle beaucoup à la curiosité des gens. Comme on n'en voit pas trop, c'est pas un très grand marché, les grands véhicules, mais il y a quand même une assez bonne clientèle potentielle. Et le nom, il vient d'où? De toi? Ouais, c'est un... On voulait le faire avec un Z, mais c'était déjà pris par Chevrolet. Oh, quel dommage! Donc on a mis le Z en plus, mais ça vient du mot « to cruise ». Okay. Ich glaube, wir sprechen nochmal Deutsch, sonst gibt es Ärger, ja. Sonst ist aber toll. Das heißt, das Birdview, auch die Farbe hast du schön gewählt, ja, das Grau. Wenn du mal kurz mitkommst, komm mal mit. Ich zeig mal gerade, wie groß er ist. Er ist wahrscheinlich 4 Meter hoch. Ist 3,95 Meter, ja. 3,95 Meter, weil 4 Limit ist für die meisten europäischen Brücken, sollte man unter 4 Meter bleiben. Ja, bitteschön. Ansonsten ist man dann unter 4 Meter. Ja, dann hat man kein Solarpanel mehr oder keine Satellitanlage, wenn sie höher geht. Schade. Ja. Ja, das Schöne ist, ihr habt eine Markise eingebaut, die steht ganz alleine. Die steht ganz alleine, weil das ist eine richtige Haushaltsmarkise. Gastro. Ja, von ein belgischer Hersteller. Natürlich, ja. Die Deutschen werden sofort abbrechen. Ja. Trotzdem, wenn der Wind kommt, einfahren, oder? Ja, das ist immer noch. Sie kann bis 60 Kilometer pro Stunde normalerweise rausbleiben, aber
dann sitzt man auch nicht mehr draußen, kann man besser schließen. Bis 60 Kilometer pro Stunde geht das. Ja. Ja, hätte ich die mal in meinem Morello gehabt, ja, dann wäre die nicht abgebrochen, ja, so ist es. Aber das ist nicht vergleichbar mit den, ich sag mal, ganz normalen, die man so hat im Wohnmobil. Nee, das da ist Profitechnik. Nein, das ist richtig Haustechnik und Profitechnik. Das sind nicht die gleichen Markisen. Patricia, komm mal raus. Sie ist schon mal da, bewacht ein bisschen den Eingang. Wenn du mal kurz die Maske mal ausziehst, dass man dich mal ganz sieht. Hier ist kein Mensch im Moment. Darf ich das jetzt? Ja, du darfst das. Ich erlaube dir das jetzt mal. Hallo. Hallo. Guck dir mal die Markise an. Wir stehen immer noch über der Markise. Wir sind irgendwie. Das ist Wahnsinn. Also selbst wenn es jetzt anfangen würde zu regnen, wenn wir draußen wären, man könnte hier trotzdem sitzen bleiben und den Grill anschmeißen. Das wäre nicht schlimm. Ja, Wahnsinn. Du gehst am besten mal rein. Wir kommen gleich mal zu dir und schauen uns das Auto noch mal ein bisschen an. Ihr habt die Tanks, habt ihr alle in Metall gemacht? Ja, das ist hausgefertigt, weil wir immer Einzelbau machen und nach der Konfiguration machen wir sie größer oder kleiner. Wie hängt ab, wie viel Platz wir haben dafür. Und wie viele Fahrzeuge habt ihr jetzt schon gebaut? Auf diesem Moment sind wir am 6. Am 6. Das heißt, ihr macht im Jahr so 2-3 Stück, oder? Die erste Jahre, ja. Die Idee ist, 4, 5, 6 pro Jahr zu bauen. Okay. Wo liegen wir ungefähr im Preis, bei dem, wie er steht? Diese ganz, wie er hier ausgestattet ist, liegt bei knapp 670.000 Euro. Nochmal, 670.000? Ja, 670.000 Euro. Ist, ich sag mal, wer sich ein bisschen auskennt in der Preisklasse mit dem Zugfahrzeug, wir reden beim Actros, allein das Fahrgestell kostet ca. 150.000? Ja, 135.000 doch, ja. 135.000 netto, brutto? Netto. Also knapp 150.000, 160.000 brutto. Richtig. Und habt ihr da noch Geld verdient? Noch ein bisschen, ja. Wir sind neu im Markt, wir wollen auch hier unseren Platz haben, ne? Also wenn das jetzt jemand sieht, sagt 600.000 Euro, das ist ja viel Geld. A, muss man gleich mal reingucken, er hat 3 Slideouts. Ja. Wir sind in Europa, nicht in Amerika, muss man sagen. Also selbst für amerikanische Verhältnisse ist das günstig, denn die haben da drüben kein Mercedes. Nein, richtig. Wir hatten ja Versuch gehabt aus US und Kanada, aber leider gibt es den Mercedes da nicht. Aber viele Kunden finden das ein sehr tolles Fahrzeug und sehr preisgünstig. Die ist mit Lenken, die Hinterachse? Die Hinterachse ist gelenkt, ja. Sind alle 3 auf Luftfederung Standard. Ja, schönes, also es ist unglaublich schlicht, das Fahrzeug. Also es wirkt wie aus einem Guss. Ja. Nein. Also, ja. Nein, sagen Sie mal. Nee, allein das Fenster, die Integration, also es ist wirklich, und dann auch der Name, also ihr habt dem Kind einen Namen gegeben, der steht vorne nochmal drauf. Ich zeig's mal gerade, die Extraordinary. Ja. Extraordinary Motorhomes, that's what we try to make. Das ist echt unique und sehr einzigartig. Einzigartige Fahrzeuge, ja. Du sprichst super Deutsch. Also ich bin ganz glücklich, dass du ein bisschen Deutsch kannst. Ja. Normalerweise spreche ich mit vielen Holländern Englisch. Ja, aber die, ich glaube, die hier auf der Messe sind, die können oft Deutsch, oder? Na, am besten. Wenn etwas gut mit seinen deutschen Kunden reden könnte, sollte man doch mindestens die Sprache kennen. Ja, das stimmt, ja. Sag mal, so der Hintergrund bei dir, du kommst aus dem Fahrzeugbau, oder? Ja, ich habe 8 Jahre bei einem anderen Hersteller gearbeitet und auch Modelle entwickelt. Aber am sonstigen Momenten denkt man, ich wollte das ja lieber selbst machen, dann soll man das tun. Ja, und das Kleingeld hast du gehabt? Ja, aber man sucht Partner. Heute gibt es jene Manier, alles zu finanzieren. Investor. Investor, ja. Ja, und die sind zufrieden, die Investoren, mit deinem Auto? Die sind sehr zufrieden damit, ja. Ja. Die sind sehr zufrieden, die wollen die auch gebrauchen zum Urlaub. Ja. Und der Lack, du bist zufrieden mit dem Lack arbeiten? Wo wird der Lack gemacht? Der Lack kommt aus Deutschland auch, denke ich. Das ist eine Farbe von Land Rover. Das ist toll. Also ja. Es ist wirklich sehr, sehr eben. Das heißt, der Slider ist aus GFK oder aus Aluminium oder was ist das? Das vorne Teil ist Aluminium, die Seitenteile sind GFK. Aber die ganze Konstruktion, die Wände des Wohnmobils sind in Aluminium. In Aluminium? Ja. Wie stark ist das Aluminium? Das ist 4 mm dick. 4 mm? Ja. Das ist richtig solide und isoliert auch gut. Und dann ihr habt 4 mm Aluminium verwendet. Ja. Und was ist da drunter unter dem Aluminium? Und dann haben Sie ein Rahmenchassis und dazwischen sitzt die ganze Isolierung. Das ist auf ein sehr isolierendes Material, heißt Armaflex. Ja, Armaflex kenne ich. Ja. Das habe ich in meinem VW-Bus. Ja.
Das habe ich sogar im Morello jetzt eingebaut und es ist schallisolierend. Also es ist unglaublich toll, oder? Tolles Material. Sehr, sehr gutes Material, ja. Es ist verrottungsfrei, man kann es anzünden, es brennt nicht. Nein. Nein, deswegen. Es ist auch nicht billig, Herr Quadratmeter. Es ist nicht billig, aber wir versuchen es mit ziemlich sehr guten Materialien zu bauen. Und für solchen Preis wollen die Kunden auch Top-Qualität. Wahnsinn. Ja, war hier die Frage nach dem Auto? Das heißt, ihr könnt ihr bedienen, ihr habt das auch mit Auto, wenn man will, dass man ein Fahrzeug hinten reinfahren kann. Ja, wir können das auch mit Garagenmarken für Smart, Mini, Fiat 500, das sind am meisten die. Sind auch ja Leute, die mir gefragt hatten für Elektroauto. Es sieht, kommt wieder ein kleines Modell, ähnlich als der Isetta aus, elektrisch. Und sind wir mal an sehen, ob das auch reinpassen könnte und gleichzeitig laden. Das wird das brauchen. Genau, die Länge sind 12 Meter? 12 Meter, ja, exakt. Genau so. Ja, wenn ihr damit, ich nehme an, die Zielgruppe sind unter anderem Rennfahrer. Ja, Motorsport? Motorsport, viele Kunden im Motorsport, in MotoGP, in MotoMXGP haben wir die sonstige Kunden, aber auch private Kunden. Wenn man damit auf einen Campingplatz fährt, ja, in Niederland und ist zum Beispiel in Sandford on the See, was ist die Reaktion? Ja, am meisten Mal sage ich an die Kunden, erstmal anrufen, ob der Platz gibt für 12 Meter. Aber und wenn es einen gibt? Und wenn es einen gibt, ja, dann haben sie immer viel Erfolg. Die Leute sind unglaublich begeistert, ja, oder? Ja, also richtig, richtig. Also es begeistert mich total, es ist so. Also die meisten Menschen, die sich das leisten, wohnen ja auch da drin, zum Beispiel Rennsportler und so weiter. Aber jemand, der das privat kauft, ich sag mal, der hat oft dann, ist der mehrere Monate in dem Auto? Also zum Beispiel Portugal oder nur ein Wochenende? Wir haben Kunden, die machen das ganze Winter im Süden, Spanien bis Marokko. Kommen sie mal nach Hause und dann, wenn es zu heiß wird im Sommer, gehen sie nach Skandinavien, nach dem Norden. So haben sie immer in jedes Land ihre eigene Zuhause. Wie ist hier die Reaktion auf der Messe, hier auf der Caravansalon? Ist gut? Ja, sehr gute Reaktion von den Leuten, denn die auch mit der Messe denken, haben wir viele interessierte potenzielle Kunden auf Besuch gehabt. Ja, ihr habt eine tolle Tür. Das ist ja mal. Die habt ihr selbst gemacht? Ja, das ist alles eigene Konstruktion. Also in diese Tür kommt man nicht so leicht rein, oder? Nein, 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 nein. Das ist auch, wenn sie geschlossen ist, sieht man nichts draußen. Das ist immer. Ja. Ah, die hat noch einen Zapfen. Ja, ja. Wow. So, man hat, ich zähle es mal gerade, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stufen. Ja, richtig. Ja, das heißt, also barrierefrei ist es nicht. Nein, 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 nein. Ja, das kommt von der Chassishöhe, weil drinnen wollten wir alles auf ein Niveau haben. Eine Ebene. Eine Ebene von der Kabine bis hinten. So, hier vorne habt ihr so ein kleines Detail. Edelstahl? Ja, Edelstahl, ja, richtig. Edelstahl? Auch. Ja, ist ja klar, Edelstahl. Das Holz, was habt ihr für ein Holz verwendet? Das ist kein richtiges Holz, das ist Kunststoff. Echt? Ja, ist echt Kunststoff. Man sieht sehr qualitative, sehr gute Kunststoff und das auch hier, sehr einfach zu unterhalten. So, das hier kenne ich aus Italien, das ist sehr pflegeleicht, das Seitenmaterial hier. Was heißt hier in der Wand, hier das Gewebe? Ja, das Gewebe. Wie heißt das wieder? Entschuldigung, nicht auf den Namen kommen. Ist nicht schlimm. Das ist auf Kunststoff und auch wenn das nass ist. Unkaputtbar, kriegt man. Ja, kriegt man nicht kaputt. Ich könnte ja allein den Eingangsbereich könnte ich zeigen. Das erinnert mich so ein bisschen an eine Eisenbahn, also an Zugabteil. So, oder? Ist schon sehr robust, oder? Ist sehr robust, ja. Wir wollen das Fahrzeug bauen, die lange mitgehen, weil. Das kauft man auch nicht nur für ein Jahr. Ne? Nein, meiste halten sich für 2 Jahre. 2, 3 und dann ja, wollen sie andere Farbe. Nee, ist wirklich so. Das heißt also oft ist es so, dass ist mal was ganz anderes, oder? Ja, was ganz anderes. Und was mir hier direkt aufgefallen ist, du fühlst dich hier nämlich eigentlich, wie soll ich sagen, es fühlt sich noch größer an, als es eigentlich ist, weil du hast hier an dem Fenster einen Spiegel. Ja.
Und wenn du mal einen Schwenk machst zur Küche, da ist genau der gleiche Effekt. Und das wirkt natürlich mit einem Spiegel dann nochmal viel, viel größer. Okay. Das heißt, das Fenster ist verspiegelt, man kann aber rausschauen, oder? Ja, richtig, genau. Man kann nicht reinschauen, aber sie sehen alles draußen. Das gefällt mir, das Fenster. Das ist ein richtiges Haushaltsfenster? Ja, aber doch trotzdem für den Wohnmobil spezial entwickelt. Das heißt, Lieb, mach nochmal auf. Ich will mal gerade die Beschläge gucken. Das ist so der... Ja, das ist wirklich Wahnsinn. Ich dachte nämlich, das ist nur ein Spiegel. Dann habe ich diesen Hebel entdeckt und habe da mal dran, also den umgedreht. Und dann habe ich gemerkt, oh, das ist ja ein Fenster. Hier der Möbelbau. Da sieht man es. Hier ist der Slider drin. Mhm. Der Slider fährt wahrscheinlich dann ungefähr... Ja, das macht den Raum, wenn beide Slideouts drin sind, dann ist er schon dünn, oder? Ja, wenn sie drin sind, haben sie zwischen noch 50 cm, aber das ist genug. Langt zum Durchgehen. Ja, weil die Sitze runter sind, man hat keine Wände, so ist es immer noch offen. Und ich kann diesen Bereich auch abtrennen, also zu der Fahrerhauskabine, ja, oder? Mhm. Richtig. So, ich zeige mal gerade, hier vorne die Sitze kann man drehen. Die habe ich aber nochmal extra zu den Fahrersitzen. Das heißt, also ich habe vorne den Bereich, muss ich gar nicht umbauen. Das ist fix. Die Sitze vorne kann man nicht drehen. Nein, die Sitze vorne sind, ja, das ist die Luftfederung. Die passt sich an am Gewicht. Das kennt die Patricia schon. Das habe ich tatsächlich auch im Morello drin. Das ist so, aber das natürlich auf den normalen Sitzen zu haben. Das heißt, das hier sind zugelassene Sitze, richtig? Auf denen sie gerade sitzt. Ja, ja, ja. Auf denen darf man sitzen während der Fahrt. Die drehen in die Fahrrichtung, so, das sind homologierte Sitzen. Das Fahrzeug ist homologiert für 4 Personen. Genau. Da macht es auch richtig Spaß mit 4 Personen, oder? Natürlich, ja. Oder eine Familie. Die meisten haben 2 Kinder oder 1 Kind. Dann das zweite Bett fährt hier aus die Sitze. Sag mal. Das ist ja immer. Das ist ein ausziehbares Bett. Ja, da darf ich das mal sehen. Einmal ganz kurz. Geht ganz schnell. Da, unten sieht man es. Das heißt, man klappt es um? Man klappt es um mit der richtigen Matratze. Und deswegen haben sie auch ein richtiges Bett. Mhm. Wir haben kein Bett in die Kabine reingebaut, weil das nicht so bequem ist, in- und auszusteigen. Und das macht von dieses Wohnmobil, dass sie doch richtig 2 Zimmer haben am Abend. So, das heißt, es unterscheidet sich im Möbelbau ja wesentlich von einem herkömmlichen Wohnmobil vom Fließband. Das heißt, ihr habt das wirklich sehr, sehr stark. Die Küche ist auch, das könnte auch zu Hause stehen. Ja, richtig. Das sind alle hausliche Materialien und was man in ein normal schönes Haus findet. Lithium-Batterien habt ihr eingebaut? Nein. Ihr habt normale Batterien? Normale Gelbbatterien. Wie viel Amperestunden? Das Stück von 280 Amperestunden. Weil wir das nicht auf dem Gewicht besparen sollen, ist das Lithium... Es macht keinen Sinn. Macht also, nicht viel Sinn. Nein. Ja, genau. Das hört man immer öfter. Also das Lithium, wenn man Gewicht sparen möchte oder will noch mehr Kapazität am gleichen Raum, aber ihr müsst ja nicht auf Gewicht sparen. Nein. Wir haben nur noch ein Leergewicht von 20 Tonnen. So. Wir haben noch 6 Tonnen Zuladung, wie ihr hier steht. Der Vorteil von den normalen Batterien ist, man kriegt sie überall. Ja. Das heißt, sie sind nicht teuer. Also das ist Standardware quasi. Ja. Das sind okay. Standardware und ja auch Material, die seit Jahren funktionieren und wenig Probleme geben. Keine Experimente, korrekt? Muss alles funktionieren? Wir haben gerne, dass es funktioniert und bleibt funktionieren. Gut, wer will das nicht? Ja, ihr habt Appliances drin von Klarstein. Ja. Hier ist die Spüler. Spülspüle. Ja. Ja. Ist das gut? Ihr habt die selber im Einsatz? Der spült gut? Ja, wir sind sehr zufrieden. Der ist ja leider nicht sauber gemacht heute, aber... Ja, ist nicht schlimm. Das ist auf der Messe, ja. Und hier hast du nochmal den gleichen Effekt. Den gleichen Effekt mit dem Spiegel. Mhm. Hallo. Hallo. Ich habe die Maske an. Ich bin heute der Maskenmann. Mal kurz mal gucken. Da kann man rausgucken. Die Höhe, auf wie viel Höhe stehe ich hier? So 3 Meter? Nee, ein bisschen weniger. Ein bisschen... Ungefähr 2 Meter. Ungefähr 2 Meter, ja. Backofen mit Mikrowelle? Ja, Kombiofen. Backofen, Mikrowelle und dann haben wir noch da hinten die Waschmaschine. Das sagen wir gleich mal. Sofort, ja. Ja, die Waschmaschine, die hatte ich immer gesehen bei anderen Modellen, da war die irgendwo im Kofferraum drin, ja, und das hier ist natürlich dort, wo man sie auch braucht, oder? Ja, wir können das auch im Kofferraum einbauen, aber wenn man Platz drin hat, ist es immer bequemer,
um eins ein- und auszuladen. Du bist ein cooler Typ, muss ich ja mal sagen. Weil du die Wahrheit sprichst. Ja, weil, ich meine, was nützt eine Waschmaschine, wenn du sie im Kofferraum hast, ja, und du brauchst sie drin? Ja. 1200, das heißt, ihr habt 1500 Amperestunden hier an Bord. Ja. Plus den Generator. Plus der Generator und 3 Solarpanel. Na, herzlichen Glückwunsch. Ja, das ist richtig. Ein Fahrzeug, wo man auf Platz stehen kann und stehen bleiben für mehrere Tage. Und ganz ein paar Wochen kannst du stehen, bis der Tank leer ist. Das muss man immer denken, voll zu machen. Sag mal, was ist denn das hier? Weißt du es nicht? Ah doch, ist der Kühlschrank. Nee, aber das habe ich noch nie gesehen. Also man sieht diesen Hersteller, Vitrifrigo, sieht man mittlerweile immer öfter. Ist der schwer am Kommen? Ist es Kompressor, oder? Ist Kompressor, Kühlschrank, ja. Das ist, Vitrifrigo sieht man sehr viel im Schiff- und Jagdbereich. Coca-Cola und Jupiler. Jupiler, ja. Das ist doch eine... Das ist keine Schleichwerbung. Das ist die Nahrung eines Belgiers. Das deutsche Bier sehr gut ist, haben wir doch noch gerne unser eigenes Bier. Ja, das stimmt. Jupiler. Ja, vorhin die Technik. Die habt ihr selber gebaut oder habt ihr zugekauft? Wir haben das gekauft. Die Systeme sind von Garmin Empire Bus, aber die Schirme sind entwickelt speziell für uns. Hier haben sie die Tanke, Startbatterien, die ganze Bedienung von der Leuchte. Hier kann man auch noch die Antenne, die Ventilation und der Radio abschalten, anschalten. Hier kann man die Dachfenster offen und schließen. Das ist die Bedienung von den Slide-Outs. Sieht man auch. Achso, ihr habt alles in einem? Alles in einem. Okay. Und wir haben auch einen Schirm, das ist die Batterien. Ihr habt Vectron und Energy. Das ist die Elektro, ja, den Wechselrektor ist ein von Vectron. Batterien sind von Victron. Funktioniert auch. Victron ist super, oder? Wir sind sehr zufrieden von Victron, ja. Fusion, was kann das? Fusion ist das Soundsystem, ist auch von Garmin. Und was schön ist von Fusion, dass wir hier in zwei Zonen haben, in dem Schlafzimmer und im Wohnbereich, kann man ganz gleiche Musik spielen oder separat. Mhm. Auch an der Fernsehen. Und wir haben auch Lautsprecher draußen. Das Coole ist, das kommt aus dem Schiffsbau. Gell? Ja. Garmin ist da wirklich top. Also wenn die meisten Garmin kennen als Navigationsgerät, das sind die Profis im Schiffsbau. Die bauen zum Beispiel auch Radargeräte, glaube ich, oder? Ja, richtig. Genau. Da unten ist die Klimaanlage. Die ist uns hier, Mitsubishi Electric. Das ist eine Haushaltsklimaanlage, Split. Ja, das ist ein Split. Wir haben hier noch einen in das Schlafzimmer. Verdampfer noch einen zweiten. Ja. Gut, ihr habt die Lichttechnik, das Bussystem, oder? Das ist auch integriert in das Schirm und das ist mit einem CAN-Bus-System, ja. Okay, das heißt, das hier sind so Schnelltasten für die wichtigsten Setups? Für die wichtigsten, wenn man reinkommt und nicht auf den Schirm drücken wollte, kann man gleich das Licht ein- und ausschalten und möchte etwas passieren mit dem Schirm, kann man noch immer alles, funktioniert noch immer alles. Der Preis nochmal war 600? 670.000. Netto, plus Steuer? Nein, inklusive. Brutto. Okay. Die Steuer ist die belgische Steuer oder die deutsche? Das hängt von der Kunde ab. Jetzt der Preis, der 670, war 16%? Das ist mit 19%. Mit 19%, ja. Okay. Das heißt, wird noch ein bisschen billiger. Aber im Moment, wenn man das Fahrzeug kaufen würde. Wenn man gleich kaufen sollte, haben Sie die 16% in Deutschland. Und, Also, ich sage mal, heute haben wir den 8. September. Wenn Sie gleich auf die Messe kommen und zum Olivier gehen, ja, dann können Sie sofort... Du nimmst aber kein Bargeld, oder? Bar ist nicht mehr zugelassen. Es war Spaß. Für mich war das kein Problem, aber leider können wir das nicht mehr akzeptieren. So, zeig mal, hier ist eine Tür. Ja, wie kann ich die? Wir haben die verriegelt für die Messe, weil viele Leute damit spielen. Und, ist die dicht? Ist die soundproof? Ja, nicht ganz. Wir haben sehr gut isoliert, ist ziemlich dick, aber nicht ganz. Aber wenn ich jetzt beide Türen zumache, dann höre ich wenig hinten. Nein, dann hören Sie nicht, was in der anderen Zimmer passiert. Das war die Frage, ja. Das heißt, wenn... Ich habe ja gehört, Rennfahrer sind gute Liebhaber und dann braucht man soundproof Systems. Das ist so, oder? Ja. Oder man schaut mal Fernsehen. Auch, ja, man kann das was. Wichtig ist das Bad. Da habt ihr Feinschandzeug. Das ist echtes Marmor oder ist es so? Nein, das ist auch Kunststoff. Kunststoff. Ja, das ist etwas leichter wie echtes Marmor und auch besser zu pflegen. Zu genau. Unten habt ihr eine Dusche gemacht. Der Einstieg ist sehr, sehr einfach. Einfach und nicht zu hoch, aber trotzdem gut abgedichtet, dass das Wasser reinbleibt.
Patricia, da muss man da reingehen, dass wir die Größe mal sehen. Denn du bist 1,67 Meter groß und die Regendusche bitte nicht anmachen. Ich nehme an, das Wasser drin. Ja, da ist Wasser drin und dann hat man eine richtige Glas. Echt Glas? Nein, das ist Kunststoff. Kunststoff, ja. Groß genug, oder? Schick, ja. Cool. Es ist irgendwie, es ist sehr, sehr, wie soll ich sagen, das ganze Wohnmobil ist sehr, sehr solide. Ja. Man hat das Gefühl, man kann vieles sehen noch, es ist nicht viel versteckt. Man hat viel Vertrauen zu dem, was man sieht. Also allein der Heizkörper hier, der könnte auch irgendwo im Badezimmer hängen, oder? Ja. Ja, auf jeden Fall. Gerade ideal auch für Handtücher zu trocknen oder Ähnliches. Also wer sich ein bisschen auskennt, der Preis ist schon ein Kampfpreis. Also das ist so in der Klasse mit drei Achsen, mit dem Zugfahrzeug, mit der Ausstattung. Ja. Wir haben Kollegen, die von 800, 900 bis 1,4 Millionen fragen. So, da denke ich, dass wir sehr kompetitiv sind. Ja gut, ihr könnt nicht so viele Fahrzeuge bauen. Das heißt, ich nehme an, ihr seid ausverkauft bis 2030? Nein, wir sind noch neu am Markt, so wir können... Für nächstes Jahr haben wir noch Platz für 2, 3. Genau. Ihr habt draußen einen stehen, das ist der blaue. Was kann der? Das ist etwas kürzer, ein 10,50 Meter, hat nur 2 Slide-Outs. Ist auch ein Actros, aber ein 430 PS. Nur? Nur 430, ja. Hat auch eine spezielle Konfiguration. Wir haben das ganze Bad in die Zimmer integriert. Da haben sie wie ein Hotelzimmer. Und weil wir kein Bad in der Mitte haben, wie hier, haben sie doch... Ich bin auf dem P1, ja. Wir treffen uns mal da die Tage. Ja. Ihr seid die ganze Messe da? Die ganze Messe sind wir hier. So, dann filme ich den mal auf dem Platz, weil ich gehe immer dran vorbei und sage, ich muss da mal Hallo sagen. Ja, Ifo, dire bonjour. Das ist ein ganz anderes Interieur von Farbe auch. Sehen Sie mal, was wir auch machen könnten. Super. Ja, mach mal auf. Ah. Ah. Hier sind also die... Die Salzstangen drin. Nee, Spaß beiseite. Wir sind ja auf der Messe. Die Klimaanlage, die packt das gut? Ja, das funktioniert sehr gut. Sie kühlen es auch im Wohnmobil, das ist nicht heiß, kalt, die Temperatur ist angenehm. Die Waschmaschine, wo? Die kann auch trocknen? Ja, Kombi-Waschmaschine, das ist Trockner und... Die gute alte Barley. Ja. Die geht auf 230 Volt? Die geht auf 230 Volt, ja. Das sieht aus, als kämen die aus Portugal. Ja. Ist das so? Ja, das ist, weil wir bauen auch im Süden unsere Fahrzeuge. Ja. Es ist nicht in Belgien gebaut. Was? Kein Belgier? Nein. Portugiesen? Nein, Spanien. Spaniern. Spanien. Das heißt, ihr fahrt immer runter, holt die Autos ab? Ja. Warum in Spanien? Ist da schöner, ist da wärmer? Es ist wärmer, schöner, ja. Und billiger? Ein bisschen billiger. Du bist ehrlich, das mag ich. Gibt es hier eine Garantie? Das heißt, wenn ich das Auto kaufe, kriege ich da eine Garantie? Ja, natürlich. Sie haben 2 Jahre Vollgarantie auf alles. Oder ich zahle, hol das Auto mit, das war's. Ja, wenn Sie bar zahlen, können wir auch die Kunden nicht folgen. Nee, das war Spaß. Oder? Nee, ich meine, ihr seid neu auf dem Markt. Also es klingt zu schön, um wahr zu sein. Ich kriege für knapp über 600.000 Euro das ganze Fahrzeug. Mhm. Und die Einweisung, wie lange dauert die? Wenn der Kunde, der soll einen Tag bleiben, wenn er kommt und kriegt das Auto? Erklärung? Ja, erklären wir alles, solange wie sie das brauchen. Von mir können sie noch eine Nacht drin schlafen und am nächsten Tag können wir noch mal sehen, was sie vergessen haben oder nicht wissen oder vielleicht sonstige Sachen. Wenn sie anderen wollten oder nicht zufrieden sind, dann passen wir das an. Die Slide-Out-Steuerung ist nochmal zu regeln mechanisch. Das heißt, wenn die Technik nicht funktioniert, ich kriege den Slide-Out immer rein, oder? Sie können sie immer rein, können sie manuell über die Hydraulikpumpe anschießen. Das ist auch Schiffstechnik, die Toilette? Toilette ist von Tecma. Ist der Tank direkt oben drüber, unten drunter? Ja, Tank ist gleich runter. Das ist natürlich super, oder? Ja. Das heißt, also es gibt keine Probleme mit irgendwie einem Zahaka-Motor, der kaputt geht? Nein. Und wir haben... Darf ich mal reingucken? Ja. Oder ist was drin? Nein. Kann normalerweise. Ich habe beide Hände voll. Nichts gebraucht hat heute. Ich denke es nicht. Nein. Okay, das heißt, ich habe eine ganz normale Toilette? Ja. Wie geil. Ja, der Nachteil ist am Zahaka, da fällt schon mal ein Ehering rein und dann ist der Zahaka kaputt. Das ist das einzige Nachteil. Man soll nur... Und die Lautstärke, glaube ich, ist viel lauter. Das ist noch richtig. Wir können das testen. Das mach mal. Funktioniert. Ja. Machen wir Wasser drin.
Ist doch nicht so laut. Der Tank ist wie viel? Frischwasser? 600 Liter. 600? Ja. Ein bisschen wie normale Toilette, wenn man das schließt, hast du weniger. Oh, wie geil. Ich will auch sowas. Na gut, ich habe eine Zagertoilette. Ist gar nicht so schlimm. Also auch gut. Aber Festtank ist natürlich logisch. Das ist auch sehr umweltfreundlich. Keine Chemie. Nein, keine Chemie. Nein. Das brauchen wir nicht. Nur selbst sauber machen. Ich zeig mal gerade hier vorne. Habt ihr schön gemacht mit dem Fernseher? Samsung? Ja, auch hausliches Material. Aber gleich mit Satellit verbunden oder Digitalnetz, können alles drauf spielen. Der Möbelbau, du bist zufrieden mit dem Möbelbau, oder? Ich bin ziemlich zufrieden, ja. Man kann immer noch kleine Details verbessern. Ich muss ehrlich sagen, dass dieses Fahrzeug ein bisschen Prototyp ist und schnell gebaut gewesen ist. War auf 6 Monaten fertig. 6 Monate nur? Ja. Normalerweise ein Jahr? 8, 9 Monate muss man rechnen. Und dann, aber trotzdem haben wir ein sehr schönes... Das hier war Fahrzeug Nummer 0? Das ist Fahrzeug Nummer 2. Nummer 2 gewesen, das heißt, ihr lernt wahrscheinlich, ihr habt schnell gelernt, oder? Ja, wir haben schnell gelernt. Und wie gefällt es dir? Sehr, sehr schön. Man merkt so ein bisschen die Spanier, oder? Ja, es hat so ein bisschen spanisches Flair, aber das ist ja auch echt super. Den Fernseher kann ich wahrscheinlich auch einfahren, ja. Mach mal. Das immer. Ist eigentlich Standard, aber du weißt ja, die Leute bei YouTube, die wollen immer gucken, wer den Fernseher einfährt. Ich meine, das ist ja auch cool. Ja klar, das ist cool. Ah. Warte, da ist er. Telecommand. Ja, das ist mit Fernbedienung. Nickel Chrom. Wie der Franzose sagt. Ja. Ja, das ist eine Spindel, oder? Ja, das funktioniert denn, oder? Das funktioniert immer. Wir haben auch da hinten noch Heizkörper. Allein die Höhe ist schon interessant. Das heißt also, hier kommt so schnell keiner rein. Nein, da kommt nicht schnell keiner rein. Und auch, was sie sind immer privat, kann niemand reingucken. So, Fusion, das ist die Saunanlage, richtig? Fusion ist die Saunanlage, auch von Garmin. Cool, habe ich noch nie gesehen. Ich habe viele Fenster, das ist mir schon aufgefallen. Hier habt ihr ein Elektrofenster, das geht automatisch zu bei Regen? Ja, das ist ein Maxfan mit Regensensor und können Sie auch Luft drin und raus blasen, wie bei anderen Marken. Ist sehr leise, der Maxfan, gell? Ja, sehr leise. Das ist nämlich der andere, den ich hatte von Dometic, der quietscht immer. Das weiß ich nicht. Ich weiß es, ich habe einen eingebaut. Liebe Leute von Dometic, ja, schickt mir einen neuen. Er macht immer so quiek, 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 quiek. Aber nur, wenn er ganz leise dreht, also ganz langsam. So, das heißt, also nochmal zusammenfassen. Ich habe hier auf der linken Seite habe ich ein tolles Sofa. Mhm. Ich habe hier unten habe ich die Würfel, die kann ich benutzen, um die Beine drauf zu machen zum Beispiel. Ja. Habe hier einen Fernseher, kann mich lümmeln. Ja, oder können Sie das Bett ausfahren und können Sie auch vom Bett zum Fernsehen gucken. Genau, schön. Und hier vorne habe ich dann das Cockpit. Ja. Ich habe einen Tisch. Der Tisch ist fest oder kann man den bewegen? Der Tisch ist mobil. Kann man hinter sich hinsetzen, kann man auch hier, wenn er geschlossen ist, zwischen die zwei sitzen, dass man auch immer anhat. Ach so, stimmt, wenn die Slideouts drin sind. Ja, kann man auf verschiedene Plätzen machen und kann man auch nach außen nehmen und draußen setzen. Ich kann das Auto komplett bedienen, wenn der Slideout drin ist, richtig? Komplett? Ja, alles funktioniert egal, auch die Küche, Sie können kochen. So, jetzt geht mal gerade hier vorne hin, dass ich einmal filmen kann, der Raum. Ja, bleib ruhig da stehen, Olivier. Ja. Ich brauche dich. Ich will nur mal gerade die Weite sehen, ja, weil die Leute immer sagen, zeig mal den ganzen Raum. Und das ist, Cruiser Duo. Das ist der blaue, der draußen steht, gell? Der blaue, den werden wir mal gucken. Schön. So, und hier vorne ist dann das Fahrerhaus. Da gehen wir mal kurz rein, dass wir das mal sehen. Alles ist eben. Komplett. Das ist ja cool. So, ihr habt hier vorne so ein paar Sachen drin. Wenn du mir das mal kurz erklärst, Olivier? Ja. Ist das Schirm von der Virtue. Komm mal zu mir, genau. Schlüssel hast du keinen dabei, oder? Nein, leider nicht. Und wir dürfen auch nicht starten in die Messe. Nee, das Birdview hätte ich gerne mal gesehen. Aber das ist nicht so schlimm. Das heißt, du kannst von oben aufs Auto gucken. Ja, von oben. Aber man sieht links die 360 Grad. Und dann in der Mitte haben wir das Schirm von Garmin,
wo sie alles im Fahrzeug bedienen konnten. Und noch sehen die Batterie, sehe ich auch. Sehen Sie alles, was Batterienspannung, ob da noch Leuchte offen sind oder noch locker offen sind. Und man kann auch, das rechts ist die Nivellierung. Okay, Hubstützen. Hubstützen, ja. Die gehen vollautomatisch. Vollautomatisch sind von Mawe. Ich sage, jeder Stütz hat Kapazität von 12 Tonnen. Jede? Jede. Ist sind wie viele Stützen? 4 mal 12 ist 48. Gut, das langt, oder? Das langt für 26 Tonnen Fahrzeuge, das ist. Habt ihr schon mal krumm gehabt, eine Stütze? Nein, noch nicht. Noch nicht? Noch nicht. Noch nicht. So, das Fahrerhaus kann ich zumachen. Hat der Luftfeder drin? Ja, der ganze Chassis, die drei Achsen sind luftgefedert. Und bei uns kann immer noch das Fahrhaus offen klappen. Achso, für Service? Für Service, bei jeder Mercedes-Werkstatt kann daran arbeiten. Sie sollen. Man kann es aufklappen? Ja. Das ist ja ungewöhnlich. Normalerweise ist denn immer von unten den Motor bedienen? Nein, bei uns nicht. Das ist noch ganz einfach aufklappbar. Es hat Vorteile, denn man kann überall hinfahren. Ja, normal ist Mercedes sehr gut, haben mir gedacht, keine Probleme mit, aber man weiß nie mal, was passiert im Leben. Ihr seid sehr zufrieden mit dem Actros? Ja, sehr zufrieden. Sehr, sehr tolles Fahrzeug zum Fahren und sehr bequem und auch qualitätvoll. Der hat eine Halbautomatik, der hat Differentialsperre, der hat Spurhalteassistent drin, der hat alles. Ja, der hat auch die Active Cruise Control und alle Sicherheitssysteme. Ja, das ist noch das alte Cockpit. Das neue ist jetzt voll digital. Das heißt, auch die Instrumente, wenn man das will, kriegt man als Bildschirm. Ja. Da kann man mal nachgucken, haben wir noch andere mit Actros gedreht. Das heißt, die neuen, die kommen, haben denn schon das neue? Ja, richtig. Die nächste haben alle die neue Chassis mit der Kamera, Fernsehen und das digitale Dashboard. Olivier, dein Nachname? Van Asche. Van was? Van Asche. Van Asche? Ja. Du hast ein tolles Fahrzeug gebaut, auch du. Das sage ich uns allen. Ich habe das schon vielen gesagt, aber das geht so in die Top 5, oder? Im Moment. Oder in die Top 10, sagen wir mal so. Wir haben viele geguckt. Erstmal die Optik ist wie aus einem Guss. Obwohl man das Fahrerhaus abklappen kann, denkt man, es wäre drin, oder? Ja, richtig. Man sieht nur eine kleine Linie von der Kabine, aber... Da unten ist er. Ja, ja. Aber vom Optik sieht das ganz... Und ihr habt die Drohnenflüge in España gemacht? Ja, richtig. Das ist das Werk? Das ist das Werk, ja. Und du sprichst Spanisch? Sí, hablo español. Hablo español. Sí. Was sprichst du denn nicht? Portugiesisch auch? Ja, das verstehe ich ziemlich Portugiesch. Gut. Portugiesch? Ja, falo un poco portugués. Nein, das ist ja wichtig. Wenn ich aus Portugal komme als Kunde, kein Problem. Spanisch, kein Problem. Kein Problem. Französisch, kein Problem. Deutsch? Deutsch sicherlich kein Problem. Flams? Flams. Niederlands? Niederlands. Ja. Chinois? Chinois, nein. Okay. Leider noch nicht. Wenn ich irgendwas wissen will, ihr habt eine Webseite, wie ist die im Namen? Ist www.vvv, sagt man. www.cruiser mit zwei Sets. Das ist cruzzer.eu. .eu, also cruiser.eu. Ja. Mit zwei Z. Mit zwei Z. So. Hast du toll gemacht. Hier sind wir im Cruiser. Das Display von Garmin, das gefällt mir gut. Das habe ich noch nie gesehen im LKW. Das heißt normalerweise im Schiff, oder? Das ist, dies ist noch eine von aus dem Schiffsbereich, ja. Super. Und die 9? Die 9 ist nur für die Wohnmobile. Sie haben einen 9-Inch Schirm. Das kommt in die neuen Modelle. Super. Ja, am besten mal gucken. Wir gucken uns den Blauen noch an, die Tage. Ja, sicher. Wir gehen noch mal raus, machen wir die Abmoderation. Komm mal mit, Olivier. Ja. Dann gehen wir jetzt mal ganz kurz raus und zeigen das Ganze mal von außen noch mal. Die Farbe ist schön gewählt, das Blau ist aber auch schön, muss ich sagen. Und das Dekor, wer kam auf die Idee von dem Dekor mit dem Grau und dem Silber? Die Außendekorfarben habe ich gewählt. Drinnen war ein Dekorateur dabei. Du Fuchs, hast du gut gemacht. Das ist schön. Nee, er fällt unglaublich auf, also auf dem Parkplatz. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Ist, elegante Version. So, und damit beenden wir vom Stadtfunk Cruiser mit Olivier van Asch, richtig? Ja, richtig. Aus der Stadt, aus welcher Stadt kommt ihr in Belgien? In Brüssel. Brüssel? Ja. Da sind wir. Und ihr habt tatsächlich, in Belgien kriegt man sogar Kennzeichen, die so aussehen, wenn man will, oder? Ja, diese kann man, in Belgien kostet das 1000 Euro und kann man... Aufschreiben, was man will. Aufschreiben, was man will, ja. Aber nichts Böses? Nichts Böses. Man muss keine Zahlen machen. Ich habe welche gesehen, nur mit zwei Buchstaben. Die sehen dann aus wie James Bond, oder? Ja, kann. Das ist möglich.
Ich habe das gesehen, das erste Mal von Belgien, habe ich gedacht, mein Gott, jetzt geht das in Belgien und wir Deutschen schaffen es nicht. Und das machen viele? Ja, das hat den Preis aufgemacht nach 5.000, weil da war zu viel Anfrage. Ja. Dann ist es wieder etwas runtergegangen und heutzutage ist es wieder 1.000 Euro. Und das Schild darf man mitnehmen? Das gehört einem Leben lang, oder? Das Schild ist normalerweise, in Belgien bleibt das Schild bei der Eigner. So, wenn du ein anderes Fahrzeug kaufst, kannst du dann wieder aufmachen. Weil ich habe Schilder in Belgien gesehen, die waren ganz kurz. Wahrscheinlich waren die Eigner sehr alt, oder? Die haben das mitgenommen. Ja, das kann sein. Olivier, vielen, vielen Dank. Ja, also wenn Sie mal einen kleinen Cruiser kaufen wollen und mal eben so knapp über 600.000 Euro haben, dann rufen Sie mal an bei Olivier. Und er ist sehr freundlich, muss ich sagen. Er beantwortet alle Fragen und ja, tolles Auto. Dankeschön. Danke für den Besuch.